Verschmähte Liebe, Bachelorette-Boys schießen gegen Anna. Arme Anna. Auch nach der Show muss die blonde Bachelorette noch mächtig einstecken. Und das sogar von ihren einstigen Verehrern Manuel und Cornelis. Nachdem die Bachelor-Kandidatinnen Katja, Alissa und Anja im Playboy für Furore sorgen, wollen wir von den Jungs nur wissen, soll auch Anna ins Magazin? Also für mich jetzt nicht. Das war deutlich. Und Manuel, was sagst du? Anna im Playboy. Ja, muss Anna selbst wissen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Anna sich für den Playboy hergibt. Ob du das sehen willst. Also ist das geil oder nicht? Nee, also muss jetzt nicht sein. Also gibt wahrscheinlich Attraktiveres, was man dem Playboy zeigen kann. Aber Anna ist ja nett, oder? Ja, nett. Nett, aber ich glaube nicht Playboy-tauglich, aber mein Gott. Autsch, das tut weh. Warum denn so gemein, liebe Jungs? Spricht da etwa der verletzte männliche Stolz? Und wenn Mann verschmäht wird, sind ja oft auf einmal alle anderen sowieso viel schöner. Also ich finde diese... Wir haben heute noch drüber gesprochen, ja, kurz. Auf wen denn? Ich weiß nicht, Alissa, Anissa oder... Ne? Ja. Ja, die. Also ich habe das ja auch schon mal so ein bisschen geguckt. Da war das auch schon meine Favoritin. Und ja, ich finde die einfach, die ist heiß. Das habe ich auch gesagt, wo ich aus dem Auto ausgestiegen bin, dass Anna überhaupt nicht mein Typ ist. Wäre sie da gestanden oder so, dann wäre das alles ganz anders abgelaufen, glaube ich. Ob der liebe Cornelis bei Alissa wirklich mehr Glück gehabt hätte, sei mal dahingestellt. Eins steht aber fest. Anna ist mit ihrem Marvin super happy. Und wer so glücklich ist, dem ist sicher auch das Gerede von verschmähten Verehrern total egal.